So, hallo meine Lieben, ich bin wieder da und wir schauen heute, welche Liebesbotschaft kommt zu dir. Welche Nachrichten, was im Liebesbereich, was es Schönes kommt. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich diese Karten nehmen darf. So, wie üblich meine Lieben. Zwei Karten, zwei Stapel. Irgendwie, ich spüre nicht, dass die bereit sind. Keine Ahnung wieso. So, ich glaube jetzt schon. So, meine Lieben, die erste und die zweite. Wähle bitte eine Karte. So. Ja, bitte eine Karte wählen und wir werden schauen, was beeilt sich in dein Leben? Welche Liebesbotschaft soll dich erreichen? Die erste Karte. Wow, hier geht in Liebe Erfolg. Hier kommt Erfolg. Du hast etwas, wie soll ich sagen, du hast etwas Schönes getan. Du hast vielleicht mit dir gearbeitet. Oh ja, sogar sehr, meine Liebe. Du hast gearbeitet. Du bist in deiner Mitte geblieben, egal in welcher Situation. Und zu dir, nach dem Verlust, du hast mit sich gearbeitet, an sich gearbeitet. Fleißig warst du. Du bist gerade jetzt in deine Mitte, meine Liebe. Und was kommt jetzt in dein Leben? Wunderschön. Endlich, endlich wirst du geheilt von deinem gebrochenen Herz. Endlich, deine Mühe werden sich gelohnt. Du bist wirklich auf dem richtigen Wege und zu dir beeilt sich eine Liebesbotschaft, eine Liebeserklärung. Ich sehe hier, hinter deinem Rücken ist dein gebrochenes Herz, du bist in deiner Mitte, du bist glücklich, du bist zufrieden, du bist ausgeglichen, du bist wirklich in der Balance, du bist wirklich wie diese so sehe ich das, meine Liebe. Und das ist dein Erfolgsweg. So sieht dein Erfolgsweg zu neuer Liebe, zu neuer Begegnung. Was bringt er mit? Was bringt er mit? Das ist wie ein Segen. Auf das hast du mindestens ein halbes Jahr gewartet. Mindestens. Bei manchen sogar länger. Du wirst Erfolg, so wie ich gesagt habe, endlich in dein Leben strahlt die Sonne. Endlich kommt die Romantik. Nach das, was du erlebt hast, Trennung, du hast schwer gearbeitet mit sich. Du warst im Heilungsprozess, deine Ängste, vielleicht Depressionen, gebrochenes Herz, das ist alles hinter dir. So wie aussieht. Bei wem ist noch nicht in Bewegung, wenn du noch nicht diese Schmerz, wenn du noch nicht geheilt bist, wird sie auf sich wird noch vielleicht 7 Monate diese Liebesbegegnung oder du kannst das verpassen, meine Liebe. Egal, wer du bist, Mann oder Frau. Und jetzt ist wichtig für dich, wie soll ich sagen, wenn du noch nicht vorbei in diesem Prozess, versuche es nachzuholen. 7 Monate habt ihr Zeit. Liebeserklärung, das ist wie ein Geschenk vom Himmel. Ein glückliche Strähne kommt in dein Leben. Und Liebe. Erfüllte Liebe. Liebeserklärung, Liebe. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So war die erste Stapel, meine Lieben. Und jetzt die zweite.
die hier ist auch Aussichten, auf die du schon gewartet hast. Endlich, du wartest auf eine Nachricht. Hier auf jeden Fall kommt oder Botschaft, Liebesbotschaft oder Liebesnachricht, Liebeserklärung könnte sein, Liebe, so Einladung auf ein Date, je nachdem, bei jedem wird sich anders abspielen. So, was ist hier? Du willst dich endlich verlieben. Du willst dich endlich fallen lassen. Ich sehe hier, du brauchst Leidenschaft. Du hältst Aussicht auf eine Leidenschaft. Ist das gut oder nicht, das ist dir überlassen. Aber, wie soll ich sagen, du bist viel zu, ich werde mich nicht wundern, wenn du, Fisch bist oder Wasserelement. Fisch oder Wasserelement. Aber so wie aussieht, in deinem Leben beeilt sich eine leidenschaftliche Begegnung. Eine leidenschaftliche Begegnung, die lässt dich aufblühen. Die lässt dich wirklich aufblühen, weiblich. Du bist weiblich, er ist männlich, alles passt. Wertschätzung zwischen euch auch. Bald, sehr bald kommt. Hier sehe ich ein paar Tage. Maximal 10 Wochen. Maximal 10 Wochen, meine Lieben. So. Du wartest schon ungeduldig. Aber ja, schau mal, was raten dir Karten? Wow. Schau mal. Die Karten raten dir, mein Gott, hier ist eine Chance. Bitte aufpassen mit Leidenschaft. Verliebe dich schon, du darfst dich verlieben. Vorsicht mit dem Teufel. Schau mal, bleib realistisch. Wenn du realistisch bleibst, wenn du nicht Fantasien erwartest, dass die Fantasien kommen, ja, das wird eine Liebe, bla 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 und so weiter. Du wirst nicht enttäuscht, weil ich sehe hier sogar bessere Stapel wie hier. Hier ist Aussicht auf eine Ehe, auf eine Chance, erfüllte Glück, alles harmonisch, alles ist perfekt, aber nur dann, wenn du dich nicht sofort verliebst, wenn du diesem Mensch etwas, ich sage, nicht zappeln lässt, egal wer du bist, Mann oder Frau, bisschen zögerst, bisschen diesen Mensch kennenlernen, auf dem Boden bleiben, nicht in Fantasienwelt. Krebsfisch, irgendwie so. Wenn du Krebs oder Fisch bist, bitte bleib auf dem Boden. Mach dir keine Gedanken, lerne diesen Mensch kennen, ein bisschen näher, bevor du ihn körperlich, ihr beide, spielt keine Rolle, wer du bist. Hier ist wichtig, dass ihr langsam euch kennenlernt. Dann wirst du sehen, ist das der Richtige, ist das nicht der Richtige. Aber ich sehe hier auf jeden Fall sehr schöne Begegnung. Ungefähr 8 Tage bis 10 Wochen. Ich sehe hier 8 Tage, bei manchen wird total schnell. Aber bitte, eine Bitte, schau, dass du traditionell richtig die Chance richtig nutzt, weil hier ist riesige Chance, wirklich, sogar bessere wie hier. Wow,
zweimal 10, 10 Kelche und 10 Münzen und Aste-Kelche. Nicht Aste-Kelche, Aste-Kelche ist hier. Aste-Münzen. Hier ist riesige Chance. Du wirst wie eine Herrscherin für diesen Mann sein. Er wird alle Wünsche dir erfüllen. Nur musst du nie, darfst du nicht vielleicht an die vergangene Liebe denken. Aussicht wirklich auf etwas Neues. Kann sein, dass es alte Liebe kommt. Und diese alte Liebe, du wirst in Illusionen noch, Fantasien könnte etwas werden. Hier bitte belüge dich selbst nicht. Lasse los die Vergangenheit. Du wirst hier einen neuen Mann kennenlernen. Wirklich neuen Mann. Weil wenn kommt diese aus der Vergangenheit oder du warst schon mit ihm, da wird nicht gut. Da wirst du wieder für ein Jahr in Sackgasse geraten. Wieder in ein ganzes Jahr, verstehst du? Wenn du glücklich werden willst, diese Prüfung musst du bestehen. Du musst sagen, ich danke dir, dass du in meinem Leben warst und jetzt bitte geh weiter. Ich habe was anderes vor. Egal, wer du bist, Mann oder Frau, versteht ihr, meine Lieben? Hier muss man Vergangenheit rückkehren. Hier mit diesem Mann wird hin und her der Teufel los. Hier musst du wirklich der Magier von deinem Leben in deine Hand nehmen und sagen, nein, ich will das nicht mehr. Dann hast du diese Chance, maximal 10 Wochen hast du. Aber dieser Mann oder Frau, der war schon in deinem Leben, da wohl nicht gut ausgegangen, da kommt bald. Maximal 8 Tage. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nachmittag und wir sehen uns morgen beim Tagesbotschaft. Alles Gute, alles Liebe, meine Lieben. Und ja, wer feiert diese Frauenwelttag, internationale? Viel Spaß damit. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss, Papa, meine Lieben.